Mama, ja, ich habe noch Also, ihr habt heute gegen Olympiakos gespielt. Im Unterschied zu Axams, wie war das? Ja klar, Olympiakos ist ein großer Verein in Griechenland und ja, da sieht man die Qualität dann, was die haben. Und wir haben, glaube ich, die erste Halbzeit sehr gut gespielt, haben gut dagegen gehalten, haben 1-0 das in die Halbzeit gebracht. Also war sicher ein gutes Testspiel. Unser Konditionstrainer hat uns im letzten Interview gesagt, dass ihr momentan noch nicht so sehr auf Schnellkraft noch seid, sondern eher noch auf Kondition. Wie war das heute eher schwierig für euch zum Spielen nach den anstrengenden Einheiten oder ist es gut gegangen? Ja, ich denke, meiner Meinung nach ist es gut gegangen. Halt, man hat schon ein bisschen schwere Beine, aber das hat man gesehen. Wir haben das Beste probiert zu machen, was der Trainer uns da für taktische Anweisungen gegeben hat, die man probiert umzusetzen. Und da war trotzdem, dass wir viel Konditionstraining machen zurzeit, ist trotzdem gut gegangen. Ihr presst sehr hoch an, hat man gemerkt. Ist das eine Vorgabe vom Trainer? Ja, natürlich. Also der Trainer will das, dass wir vorne zustellen. Und das setzen wir halt dann im Spiel um. Hat man sonst noch irgendwas Besonderes in der Handschrift des Trainers heute gesehen? Ja, dass wir nicht die Ball wegschießen wollen, sondern dass wir herausspielen wollen. Und ja, dass wir halt schnell dann einen Abschluss suchen. Gratuliere nochmal zum 1:1 gegen Olympiakos. Danke. Und schöne Heimfahrt. Dankeschön.